So. Nachdem wir hier mehr oder weniger schlecht durchgekommen sind. Oh Gott. Versuchen wir jetzt hier rauszufahren, wo auch immer wir hinfahren müssen. Oh Gott, das ist aber schon doof zu lenken. Und ab dafür. Ein bisschen was von der Wildwasserbahn, ne? Okay. Halt ne Verfolger. Okay. Wo ist das Riesenrad? Können wir hier durch? Ne, hier ist Ende im Gelände. Das sieht mir hier sehr unheimlich aus. Bitte geh durch. Was jetzt? Okay. Ich warte ja nur, dass hier irgendwo Infizierte sind, aber... Okay. Das geht wahrscheinlich nicht so einfach, oder? Okay. Dann weiter. Da ist das Riesenrad. Ach komm schon, Boot. Geschafft. Hier geht's nicht weiter. Aber da geht's weiter. Oh mein Gott, ey. Da scheint es nicht weiter zu gehen. Verdammt. Das ist nicht so nice. Okay. Was ist mit der Bootsfahrt? Was ist das? Das ist verschlossen.
Moment, mit R1 konnte man wippen, ne? Oder R2? Wie konnte man nochmal wippen? So. Misha, ich habe gehört, dass du mein Ersatz bist. Hier sind noch ein paar Hinweise zu diesem Nest. Die Skars sind listige kleine Wichser. Achte nicht nur auf die Straße, sondern auch auf die Dasher. Sie haben ihre eigenen Scharfschützen. Lass die Infizierten im Leben. Wenn die Skars rüber wollen, haben sie sie im Hals. Knall sie ab, sobald sie ihre Position preisgehen. Ich habe zwei dieser Kultisten erlebt und sehe gerade dabei zu, wie die Infizierten sie verschlingen. Ein schöner Anblick. Und denk daran, lass dich nicht in die Enge treiben. Dein Überleben sei lang und dein Tod sei schnell. Irgendwo haben sie mich aber gesehen, glaube ich. Die Frage ist jetzt, kommen wir hier raus? Nee. Die Frage ist, wo müssen wir jetzt lang? Oh Gott, da sind ganz viele Kultisten. Ich glaube, können wir da irgendwo mit dem Boot da hinten lang eigentlich? So ein bisschen die Frage, ne? Müssen wir die besiegen oder nicht? Da geht's auch noch weiter, oder? Nee. Hier geht's nicht weiter. Okay. Dann müssen wir doch gegen die Kultisten kämpfen. Okay. Wäre auch zu schön gewesen. Wir haben leider nicht viele Pfeile mehr. Das ist jetzt nicht so schön. Okay, die sind über uns alle. Wie ein paar Mal mit Vollgas gesprungen ist. Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich hier lang kann mit dem Schiff. Tatsache wüsste ich, mit dem Boot gesprungen ist mit Vollgas, aber ich wüsste nicht wo.
Ist ja die Frage, ob wir das skippen können oder nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Da liegt ein Pfeil, sehr nice. Weg damit. Da ist noch zwei, sind da noch? Bisher klappt das ganz gut. Jetzt nicht mehr, hier ist ein Alarm jetzt. Tod. Alles genau absuchen. Los. Wir sind nicht allein. Okay, das war jetzt easy. Da ist noch einer. Der hockt da. Ich weiß, ob das schon der letzte ist. Das wäre jetzt einfach gewesen. Aber scheint nicht der letzte zu sein. Schade. Doch. Okay. Für die Stelle haben wir mal echt gut hinbekommen. Jules. Wir können uns jetzt ein bisschen ausrüsten wieder. Das war jetzt nicht allzu schwierig. Du wieder. An der Staffel stand nur Jules, da stand nur der Name. Und ich glaube, wir müssen jetzt durch das Gebäude irgendwie mit dem Schiff, das sieht so aus, mit dem Boot. Nimmst du jetzt die auch noch hier? So. Sieht so aus, jetzt müssen wir mit dem Boot hier durch. Wir haben jetzt hier alles gecleant. Dann sollte es nicht mehr so das Thema sein. Oh, guck mal, da ist noch ein Pfeil. Ja, wir müssen hier einmal wahrscheinlich durch. Und das Wetter ist echt ätzend hier. Das Wetter ist hier eine reinste Tortur. Jetzt gucken, ob wir jetzt da durchkommen. Das sieht ganz gut aus. Was? Da. Der Aufzug.
Und natürlich klemmt es hier. Okay. Wie soll ich das denn bloß aus der Kette rauskriegen? Und das heißt, wir müssen noch was freimachen.